Heute schauen wir uns Sonic All-Stars Racing Transformed an. Hoffentlich hält der Spielspaß länger als der Name verspricht und der gute Rick zeigt uns hoffentlich auch wieder, wie gut er spielt. Bis gleich! Wir sind drauf. Hallo und herzlich willkommen hier bei Tails und Rick. Sonic All-Star Racing Transformed. Ja, endlich kann ich ja auch mal direkten Tails spielen. So. Wir haben uns heute vorgenommen, es ist ja Ostern so ein bisschen und deswegen lassen wir das Ganze hier auch ein bisschen springen. Okay, schlechtes Wortspiel. Ja, wir spielen im Mehrspielermodus ein bisschen gegeneinander. Schauen mal, wer schneller ist. Genau. Ich joine mal hier. Warte. Da bist du gar schon drin. Ah! Du musst es nur noch auswählen. Du hast dich jetzt vorher gerade Spieler 1 gesetzt. Ach, du musst dich noch anmelden. Ich bin bereits angemeldet. Ich bin Nein, ich kann bewegen. Ja, ja, das ist richtig, weil du hast Spieler 1 angemeldet. Ja, aber du bist gesperrt hier. Drück mal die Starttaste. Ja, und so, wer jetzt als erstes klickt, ist Spieler 1. Genau. Und der andere jetzt meldet sich jetzt an. Du bist ja. Die Spieler 1, du bist gelockt. Okay. Ich bin Spieler 2. Gut, ihr seht schon, wir sind mal wieder komplett einer Meinung. Lokales Spiel. Und wir spielen Rennen, oder? Machen wir eine Runde Rennen? Nehmen wir doch... Ach, gleich das erste, oder? Irgendwie sowas. Durch die Schlucht? Ja, warum nicht? Okay, sonst hätte ich erstmal Meeresblick, um dass wir so ein bisschen ins Spiel reinkommen. Ja, nee, wenn dann etwas Schwierigeres. Würdest du durch die Schlucht? Genau. Der hier ist auch recht witzig. Samba, tanze Samba mit mir. Aha. So, nehmen wir Mittel. Mittel? Ja, wenn dann richtig. Okay. Dann schauen wir mal, wie stark wir verlieren. Ich bin der hier. So. So, und ich nehme natürlich Tails und ich gehe auf Geschwindigkeit. Ich nehme einfach einen Standard, da bin ich zufrieden. Okay, gut. Wir haben beide unsere Charaktere ausgewählt. So sieht's aus. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ja. Halt. Na, was habe ich jetzt gewählt? Also einmal hier mit Profis. Ja, Entschuldigung. So, nochmal. Wo muss ich jetzt draufklicken? Start. Leertaste. Ach, es ist Leertaste. Entschuldigung, was ist denn das hier für eine Steuerung? Geht ja gar nicht. Verbrauchst du hier gerade meine ganzen Münzen? Deine ganzen Münzen, da meine ganzen Die habe ich erspielt hier in dem Spiel. Da kann ich ja nichts. So. Ich habe schon gewonnen. Du hast was gewonnen. Ich habe nichts gewonnen. Ja, okay. Tja. Gut, wir spielen Panzer Dragon, die Umgebung. Und wir müssen hier diesen wunderschönen... Ja, es erinnert mich ein bisschen an... hier, wie hieß er denn? Das Spiel, was wir in der Area Games das hier gespielt hatten, der Drache. Oh, scheiße. Ich sag bisher nicht, das könnt ihr euch anschauen, ihr wollt es euch gar nicht anschauen. Das Spiel war so schlimm. Okay, ja, starten wir aber. Wir müssen uns das ja nicht angucken. Ich bin unten, der gute Rick ist oben. Und wir starten los in das Rennen. Ich drück immer A zum Anfang, weil ich mir davon ausgehe, dass es A ist. Ja, das ist auch irgendwie die meisten Spielen, so ein bisschen das Gefühl. So, jetzt haben wir natürlich hier auch ein bisschen so. Drohne. Ja, komm, schießen wir ihn da vorne ab. Tschüss. Pudding ist direkt vor mir. Beziehungsweise Pudding war direkt vor mir. Ja, jetzt ist es wieder. Ich habe gerade ein bisschen zu langsam geschnallt. Oh, ich habe es echt schon ewig nicht mehr gespielt, das Spiel. Ja, also. Merkt man, oder? Dürft schon ganz. Es ist schon echt ewig hier, muss ich schon ehrlich gestehen. So. So, also hier. Und weiter geht's. Da gibt's eine Münze. So. Was der hier schwimmt, der ist so geldgeil. Der nein, ich hab... Nur für eine einzige Münze. Oh nein. Jetzt sehen wir den Tails schon vor uns und lassen mal eine Runde. Wieso hat jeder... Ah, ich bin so jetzt schlecht. Jetzt ist er hinter uns. So wie es sein soll, passt alles. Ah, ich hab noch eine Fähigkeit. Ah, okay. So. So, ich sehe schon, wir müssen... Und jetzt habe ich mal beides für den Schnee da hatte ich... blind gefeuert. So sieht das aus, so. Wow, so, ich habe einen Hot Rod. Jetzt schnell die Kurve durch.
Münze damit genommen und einen Wirbelsturm. Und den Wirbelsturm. Es gibt doch nicht, dass ich zwei Plätze hinterm Rick bin. Ja gut, jetzt nur noch ich einer. Ich würde mal sagen, es ist immer so. So. Oh, ich versag so arg. Komm, hier, nimm den. Knapp, aber sie. Diese Kugelfische hier sind irgendwie ärgerlich. Ja, das sind halt wie die Bananen in. In Mario Kart, ja, ja. Ah ja, Mario Kart. So, ich sehe einen guten Rick direkt vor mir. Aber nicht mehr lange. Ja, weil ich schieße dich gleich mit irgendwas ab, wenn ich kann. Wenn du kannst. Nein! Jetzt hast du Feuerwerk bekommen. Ich dachte, ich hätte Feuerwerk. Ja, ja. Das ist echt irritierend, wenn der hier vorliest, dass man bekommt, wenn man gar nicht. Ja, ja, ja. Weil wir halt eben gleichzeitig bekommen haben. Da sind noch die Bienen. Und wieder hier mit Mega Speed drauf. So, komm vor mich. Zack. Einmal abschießen. Wieso kann ich keinen Stunt machen? So, hier, Mimi wird jetzt erstmal hier zerstört. Ist weg. Wow, aber die Runde ist jetzt nicht ganz so gut, ist gerade bei mir. So. Ach, ich kann mich nicht beschweren. Ja, ja, du nicht. Danke, der hier haben wir geaced. So, davon. Nein, jetzt bekommst du einen All-Star. Jetzt bekomme ich einen All-Star, fast so wie immer. Ah, ja, das. Bekommen immer die, wo ganz weit hinten sind, die bekommen ja, nee, dann plötzlich einen All-Star. Platz 9, das ist gar nicht mal das Schlimmste. Das, ja, das ist das Vorschlimmste. Ja, normalerweise gibt es noch 12, oder wie sieht's aus? Nee, wir sind zu 10. Ah, okay. Ah, jetzt geht das wieder los. So, warum kann ich hier keine Spins und so weiter machen? Aber wir sind beide extrem schlecht. Die Funktion ist gar nicht mal so einfach. Ja, für dich ist es wahrscheinlich leichter als für mich. Da wäre ich mir gar nicht mehr so sicher. So. Vor allem ist es wirklich schwierig, die anderen zu überholen die ganze Zeit dabei. Na, wieso? Du hast dann plötzlich komplett 3D. Ja, eben, weil es ändert. Ja, eben, ja, komm. Das ist das Problem. Ach, scheiße, wir müssen hier abbiegen. Nein! Oh, ich bin so ein. Ein Loser, das geht. Ja, warum? Ah, na gut. Verdammt, nein, Hauptsache, ich bin besser als du. Ja, ja, das ist aber in diesem Fall. Ich habe schon vorher gesagt gehabt, Racing Games bin ich wirklich nicht der Vollprofi. So, erster Platz. Der exakte Gegenteil. Erster Platz. Komm, jetzt darf nichts passieren. Nein! Es darf nichts passieren und. Komm, geh durch. Nein, ja, was ist jetzt los? Im Ziel. Irgendwas ist bei mir gerade relativ buggy. Ich fahre einmal hier auf dem Weg zum Ziel. Jetzt. Du alter Cheater, das ist. Ich weiß nicht mehr genau, was los war. Ich bin du machst schon mal wieder Wallrinding hier. Ja, oder? Nee, ich bin hier so seitlich rausgefallen und dann bin ich plötzlich irgendwo im Wasser weitergefahren. Ja, ja. Ich bin auf dem letzten Platz, weil das Spiel. Das Spiel ist buggy. Das Spiel hasst mich. Also ernsthaft, diese Leute, die immer diese Buggy-Spiele programmieren, wo kein Spieler irgendeine Chance hat. Also gut, der andere ist. Und der ist auch nochmal Einser geworden, weil halt der Name und der Charakter immer einstimmt. Es gibt einen Sonderbonus. Ja, genau. Brauchst gar nicht so rumfliegen. So. Ja, also ihr seid, es war eine nette. Sollen wir noch eine machen? Ja, weiter geht's. Oder? Hier. Wir haben noch Zeit. Okay. Wir machen 2 Runden pro Folge, das macht dann mehr Spaß. Okay, hast recht. Du darfst natürlich wieder, weil du. Im Endeffekt wollte ich eigentlich sagen. Weil du nicht der Erste warst, darfst du jetzt natürlich die Runde raussuchen, was wir so, spielen. So, das ist nur das Problem. So. Ich würde mal sagen, wir spielen. Erstmal eine Runde Drehkreuz. Wir sind schon direkt. Hast du jetzt das gleiche Level nochmal? Ich weiß es nicht, ich habe gar nichts ausgewählt bisher. Du hast die Taste gerade eben. Ja, ja, aber das soll nur beitreten. Ich weiß ja gar nicht, was ausgewählt. Ah, es ist dasselbe nochmal. Dann gehen wir nochmal raus. Okay, gehen wir nochmal raus. Ich muss erst reingehen, damit wir rauskommen. So. Ja, komm, geh raus. Ja. So, hier, also. Wählst du jetzt aus, oder? Ja, genau. So. Ja, dann wähl du aus. So, genau, mache ich jetzt auch. So. Also nochmal, hier sind wir in der Lobby. Jetzt ist. Und jetzt wählst du am besten. Gehen wir einmal zurück. Das. Nee, nur auf zurückgehen. Ja, das war's. Ja, genau.
Damit kommen wir allerdings ins Hauptmenü. Ja, genau. Wir müssen. Doch, wir müssen. Wir hätten einfach nur den Backspace gemusst. Nee, man kann entweder. Wir können auch Arena-Kampf. Ich möchte eigentlich gleich mehrere wählen. Ja. So, jetzt nehmen wir irgendwas anderes. Nimm mal da hier mit dem Diamanten da. Welche? Die mittlere. Die mittlere. Genau. Und jetzt nehmen wir mal Zugige Burg. Das ist ein schönes Wortspiel auf Train Simulator. Oh. So. Und die nehmen wir mal. Okay. Nehmen wir die hier. Mittel. Wir wollen eine Herausforderung. So, ich bin der hier wieder. So. Und. So. Du meinst, weil du mit dem gerade eben schon. Ey, du musst dir die Fähigkeiten erst freispielen. Ja, ich durch den Level. Ja, das weiß ich. Das nehme ich mal kurz so, Kit. Okay. Wolltest du was anderes erwähnen als letztes Mal? Gut. Wie kann man denn hier. Also, wie kann ich hier jetzt dieses Rennen ändern? Dieses Rennen, da gehst du einmal auf zurück. Nee, vorher war das zurück gewesen. Ach komm, das ist doch. Ist egal, wir wollen gar nicht mehr zurück. Wir sind zufrieden. So, jetzt startet endlich das Spiel, wir wollen los. Okay, Leertaste. Ich sollte eigentlich diese Bildschirme echt besser lesen. Jawohl, du erhältst. Aber jede Runde einen Turbo-Gegenstand. Ja, das klingt. So, Drohnentreffer. Billy Hatcher and the Giant Egg. Was für ein tolles Spiel. Ein Riesenei, oh juhu. Passt gerade schön zu Ostern. Kennst du das nicht mehr? Nee. Das war auch so ein altes Sega-Spiel. Aber es passt jetzt schön zu Ostern hier mit dem Riesenei. Was du gleich wieder denkst, ja. So, wir wollen jetzt los. Ja. Öfters mal zum Proktologen. Okay, wir starten hier ins Spiel. Da sollte sich schon wirklich Sorgen machen, wenn man nur ein Riesenei hat. So. Oh. Hier, Pudding ist schon wieder vor mir. Und der Tails auch. So. Oh! Ja. Ah, da war eine Wand! Da war eine Wand? Oh. Ja. Jetzt musst du wirklich zu Proktologen gehen. Okay, dafür stelle ich hin. Wieso schießt da einer nach hinten? Bin eh schon Platz 9. So, und jetzt bekommt der Tails ein paar Probleme von mir. Scheiß, jetzt haut er mich um. Jupp. So, hier geht's nach unten. Komm rein. So, ab ins Wasser. Und alle fahren an mir. Ach, ich hätte sogar die Hand gehabt, dass mir von hinten nichts passiert. Ich muss ehrlich sagen, dass. Also, wie gesagt, Racing Games ist echt nicht meine Stärke, also... So, Shadow bekommt einen. Von mir. Ding ist immer noch, also ich bin schon wieder Platz 10, also irgendwie habe ich es heute echt nicht. So, ja, ich bin Platz 8, also wir kämpfen hier gerade wirklich um die letzten Plätze. Es wird Zeit, dass wir wieder was Richtiges spielen. Ja. Aber ich frage mich echt, warum ich keine Effekte machen kann. Mit dem normalen Controller. Warum kannst du keine Effekte machen? Wenn du Stunts machst zwischendurch. Das hat vorher bei mir auch irgendwie funktioniert. Dann, ich glaube, es war Y oder sowas. Ja, nein, wenn du. Echt? Bin mir nicht sicher. Au. Gott, ist das jetzt hier gerade. Ja, jetzt war ich auch so, nicht komm. Platz, so, also ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon eher peinlich, was sie hier gerade fabrizieren. Denkst du? Ja. Echt peinlich. Vor allem ich sehe schon, wenn in den Kommentaren dann wieder irgendwie steht so, ich bin viel besser. Du. Wobei in dem Fall muss ich auch sagen, sonst sagt man immer diese Leute, die sagen das immer, nur in dem Fall haben sie glaube ich sogar recht. Also ich kämpfe gerade, bin gerade Platz 6, da vorne ist von mir Mimi. So. Und irgendeine rosa Schnäpfe. Ich fahre jetzt hier gerade einmal mit dem All-Star durch. Und jetzt bin ich ja normal und bin im Wasser gelandet. Du bist schon raus aus dem Wasser, oder? Ja, bin gerade rauskommen aus dem Wasser. Rein. Hab gerade die rosa Schnäpfe hier über. So. So. Oh, ja gut, sie hat. Letzte Runde. Weiter geht's. Aber ich habe keine Lust, sie zum Überholen, weil genau dann wird sie natürlich hier den. Die blaue Schildkröte. Ja.
Hat sie die? Ja, also hier oder wie das in dem Spiel heißt, die Fernsteuerung. So, da ist... Ai, ai. Oh, was war da? Das sind irgendwelche... Das ist bitte schon für mega... Das sind irgendwelche Teile. Platz 2. Da hüpften gerade irgendwelche Teile hier durch. Oh. Ich stelle dir noch einen Kugelfisch auf. Jetzt sind die überall Schneemänner. Wir sind doch an Ostern, nicht in Weihnachten. Du hast das Level ausgewählt, möchte ich hier sagen. Ja, aber du hast Enter gedrückt. Und jetzt kommen hier die Wellen im Wasser. Du hast Enter gedrückt, du bist schuld. So. Hot Rod! Jawohl! Komm, starte durch! Die beiden! Nur die beiden! Nein! Wand! Gott, ich muss mich gerade richtig konzentrieren. Das ist okay, Platz 3. Ich brauche noch irgendwas, womit ich die Pfeifen weghaben kann. Aber die haben natürlich beide hier. Die Schildkröte. Rote. Also ich bin hier gerade so dermaßen am Verlieren. Platz 4. Ich bin so verlierend. Ja, das lief doch. Du hier, du hast doch All-Star. Ja, ja, aber ja, auch jetzt gerade eben erst bekommen. Ich bin auch auf Platz 10 und ich weiß nicht genau, wo die anderen alle sind. Ja, weit vor dir würde ich sagen. Ja, das würde ich auch sagen. So. Ne, All-Star ist so unbesiegbar und. Ja, das ist ja ähnlich wie der Stern in Mario Kart. Ja, nur halt genau. Eben dann noch ein bisschen schneller fahren. Ja, aber es passt ja im Endeffekt. Ja. Aber das tust du ja mit dem Stern, glaube ich, auch. Etwas schneller fahren. Aber war cool. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht habt, echt Empfehlung. Und ja, jetzt möchte ich natürlich noch wissen. Vielleicht habt ihr einen Anreiz zu sein, besser zu sein als wir beiden. Hat mal wobei, 10 das dürfte nicht ganz so schwierig sein. Ja, gut, wir können jetzt natürlich nicht zusammenrechnen, aber ja. Ja, das geht schon. Lief ja alles trotzdem ganz gut. Also, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schaut es euch zur Not bei Steam an. Ist echt witzig, das Spiel. Bis dann. Ciao, ciao.